Zu diesem Verfahren kann ich jetzt sprechen mit dem Jan von Osten, den ich herzlich in Moskau begrüße. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr von Osten, das ist ein merkwürdiges Verfahren gewesen. Gestern verhaftet, heute schon verurteilt und in Haft gesetzt. Ist das ein Eilverfahren? Ist das in Moskau üblich? Also so wie das ein Jurist sieht, mit dem ich gerade länger noch mal gesprochen habe, handelt es sich im Prinzip um eine Art Haftprüftermin, der heute stattgefunden hat, weil es ja diesen Vorwurf gibt von Seiten der Strafvollzugsbehörde, dass Nawalny seine Bewährungsauflagen nicht erfüllt habe. Diese Bewährungsauflagen gibt es, weil er 2014 verurteilt wurde, insgesamt 6 Jahre Bewährungsstrafe, die da zusammengekommen sind, und mit der Auflage, sich 2-mal pro Monat zu melden bei der Polizei. Und das hat er natürlich unter anderem in der Zeit, in der er in Deutschland in der Rehabilitierung war nach der Vergiftung, nicht getan. Und offenbar hat man auch keinen Antrag gestellt, um das auszusetzen. Und deswegen hat die Behörde jetzt gefordert, dass man diese Bewährungsstrafe nachträglich umwandeln solle in eine echte Haftstrafe. Und bis darüber entschieden wird, endgültig vor Gericht, hat jetzt heute das Gericht in dieser Polizeiwache entschieden, soll Nawalny auf jeden Fall in Haft bleiben. Ist dieser Haftvollzug eine Möglichkeit, ihn einfach an Ort und Stelle zu halten, oder was ist der Hintergrund? Also es ist sicherlich eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass er nicht frei herumspaziert in Moskau und in Russland und seiner politischen Tätigkeit weiter nachgeht. So hat man das jetzt heute entschieden, weil man offenbar nicht das Vertrauen sieht, dass sich Nawalny entsprechend nur in Moskau aufhält, entsprechend oft meldet oder an diesem Verfahren auch ordnungsgemäß teilnimmt, was für Ende Januar dann vorgesehen ist, wo es dann eben um die Frage geht, wird dieser alte Bewährungsstrafe umgewandelt in eine Haftstrafe. Jetzt haben sich ja viele gewundert, warum er überhaupt nach Russland zurückgekehrt ist. Man kann vermuten, es ist für ihn natürlich vor Ort besser, die Opposition zu motivieren und zu stärken. Das hat er ja durch den Aufruf "Geht auf die Straße" schon getan. Kommt das denn an? Also bei seinen Anhängern kommt das sehr wohl an. Wir waren gerade die ganze Zeit vor dieser Polizeistation in Rimki, wo er seit gestern Abend sitzt. Und dort haben wir mit einigen Anhängern gesprochen, die gesagt haben, also sie bewundern seinen Mut, sie bewundern, dass er auch ihnen zeigt, man muss keine Angst haben und man kann auch etwas bewegen. Das kommt an bei seinen Anhängern. Heute waren da nicht sehr viele, ich würde sagen um die 100 vielleicht, aber die Gefahr besteht natürlich, dass Nawalny es schafft, auch wieder Massen zu mobilisieren, die in Russland gegen große Probleme, die Korruption oder den Machtmissbrauch von den russischen Eliten, auch auf die Straße gehen könnten. Nun hat er ja die Rückkehr nach Russland damit begründet, dass er im Land sein will und da könne er mehr für die Opposition tun. Ist das wirklich so, wenn er jetzt möglicherweise für längere Zeit ins Gefängnis muss? Da kann er sich ja kaum äußern. Also ob er für längere Zeit ins Gefängnis muss, das wissen wir noch nicht. Das wird sich Ende des Monats entscheiden oder Anfang des kommenden Monats, wenn dieser Prozess, ob jetzt die Strafe umgewandelt werden soll, dann wirklich auch stattfindet. Natürlich kann er aus dem Gefängnis heraus auch wenig machen, aber er hat zumindest das Signal gesendet, er knickt nicht einfach ein vor den Bedrohungen, vor der Vergiftung, die er erlitten hat im vergangenen Jahr, sondern kehrt trotzdem zurück nach Russland, wo er seine politische Heimat sieht, und geht weiter seinen politischen Aktivitäten nach, auch wenn das eine vorübergehende Inhaftierung für ihn bedeutet. Würde er im Ausland bleiben, im Exil, dann wäre einer, so sieht das zumindest ein Politikwissenschaftler, der den Kreml hier sehr gut kennt, dann wäre einer von sehr vielen Russen, die es sich mit dem Kreml verdorben haben und ins Ausland geflüchtet sind und im Exil leben und von dort nur sehr bedingt Einfluss haben auf das, was politisch in Russland wirklich passiert. Dem Jan von Osten, ganz herzlichen Dank. Gerne.